Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu diesem Wir fühlen uns wieder jung Video. Hallo, Sawadika. Heute mal was ein bisschen ausgefallenes, ein bisschen was anderes, als man sonst so gewohnt ist von uns. Aber ihr wisst ja, wir haben immer viel Spaß. Wir suchen uns hier von Pattaya die lustigen Ecken auch aus, weil das ganze Drama haben wir ja sowieso jeden Tag. Yeah. Also haben wir wieder was Schönes gefunden, was wir euch heute in diesem Video gerne vorstellen werden. Und wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß wie wir. Dranbleiben lohnt sich wie immer. Wo wir heute unterwegs sind, haben wir euch wie immer links unten eingeblendet. Die Straße sollte auch den meisten bekannt sein. Mhm. Ziemlich zentral in Pattaya hier. Zufahrt entweder von der Beach Road unten oder von der Straße Nummer 2. Geht von beiden Seiten. Parkmöglichkeiten im Moment, wenn man dorthin möchte, wo wir hin möchten, gegeben. Wenn das hier alles richtig voll ist oder jetzt am Wochenende bei den Festivals, wird das ein bisschen anders aussehen. Langsam da könnte es ein bisschen schwieriger werden. Aber wir haben ja heute das Thema wieder jung fühlen. Und als ich jung war, du vielleicht auch, da gab es noch kein eigenes Auto, da gab es noch kein Moped. Geht nicht mehr da. Genau, da sind wir mit dem Bus gefahren. Oder du wahrscheinlich mit einem reichen Mann, der dich mit dem Auto hingefahren hat überall. Mhm. Aber das Thema lassen wir mal. So, und dann ist man hier natürlich mit dem Wartbus sehr gut unterwegs. Und so als kleines Gedankenspiel, wenn man halt so Backpacker ist oder wenn man halt so wirklich jung ist, ganz kleinen Geldbeutel nur hat, dann wäre sowas hier ganz genau das Richtige. Jetzt werden die ganzen Experten gleich anfangen, Schnappatmung zu kriegen. Oh, das kann man doch nicht. Und wem? Das ist nicht vergleichbar mit jeder normalen Unterkunft. Nicht vergleichbar mit einem Kondo oder was auch immer. Yeah. Wer hier 2 Wochen Urlaub am Stück macht, mit seinem riesigen Koffer und seinem ganzen Gepäck, der, dem ist nicht mehr zu helfen, sagen wir doch mal vorsichtig. Aber mal Hand aufs Herz, liebe Thailand- und Pattaya-Experten, wer von euch hat gewusst, dass es so etwas hier gibt? Wahrscheinlich kaum jemand. Wir müssen noch mal am Anfang so die Zuschauer ein bisschen abholen. Wir gehen heute in eine sogenannte Kapselunterkunft. Wer vielleicht schon mal in Japan war oder japanische Filme gesehen hat oder Reportagen, der kennt diese ganz winzig kleinen Unterkünfte, wo nur eine Person so reingeschoben wird quasi, um dann dort halt zu schlafen, zu übernachten. Es ist nichts, wo man sich lange aufhält. Es ist nichts, wo man so wochenlang Urlaub macht und danach sagt, oh, ich habe noch das Schönes dabei und einen Swimmingpool dabei und so weiter. Um sowas geht es hier gar nicht. Man hat hier in Pattaya so ein bisschen das Konzept gemacht, schlafen, absolut zu günstigen Preisen, kommen wir gleich noch dazu, aber rundherum auch alles ein bisschen mit netten Ambiente, halt wirklich für junge Leute oder wie wir beide, die das Altersdurchschnitt hier nochmal locker um 50% gesenkt haben, die einfach ein bisschen Spaß haben wollen, die ein bisschen mal was anderes haben wollen, weil so eine normale Unterkunft, ein normales Kondo hat jeder. Yeah. Wie das so üblich ist, natürlich sehr viel mit Liebe gemacht, so dass man also auch noch ein schönes Ambiente hat hier und so weiter. Also richtig, richtig nett. Atmosphäre auch. Ja, familiär hätte ich fast gesagt. Alle sind recht freundlich, alle sind nett, kümmern sich um einen. Und hier wundert es auch keinen, wenn man nur mit 2 Rucksäcken kommt, weil den großen Reisekoffer, den schleppt hier wahrscheinlich niemand an. Die kennen niemanden, die so ein riesen Ding da im Schlepptau haben. Hier kommt man mit der Zahnbürste und vielleicht so seinen kleinen Rucksack, den man hier noch wiegen kann. Und schon kann man hier für ganz kleines Geld übernachten. Einfach wie Army, oder? Ja, Army ist so ein guter Ausdruck. Genau so. Im Deutschen gibt es noch sowas wie Jugendherberge. Ah. Das Wort wirst du nicht kennen. Aber sowas in der Richtung, einfach so eine Backpacker-Unterkunft und das Ganze hier mit Meeresblick. So, ist natürlich alles gewöhnungsbedürftig. Jetzt ist der, Verlangen auch schon ein bisschen kräftiger. Da hoch zu klettern war schon ein bisschen schwer. Verboten. Ab wie viel Kilo darf man nicht mehr? Ich laute
Nee, kann man. Also vom Kilo gibt es keine Probleme. Ja. Aber wenn man sich das mal anschaut, man sieht hier, das sind ganz dünne Sperrholzwände. Mhm. Und neben dem Bett hat man nicht auf der rechten Seite seine Freunde, sondern auf dem anderen Zimmer ist dann auch noch der Kuschelpartner. Genau. So, lustig. Das heißt, für die Jungverliebten, die hierher kommen, muss man mal versuchen, eine Nacht die Finger voneinander zu lassen. Aber mein Gefühl wie Japanisch, ja? Ja. Style, ne? Genau, man klettert hier hoch, man schaut sich das alles Amerika. Von oben an. Nö, Amerika habe ich das noch nicht gesehen. Anders, oder? Nur in Japan habe ich es gesehen. Ja. Aber da musste ich dort nicht schlafen, da fand ich das nur lustig mal zum Anschauen. Mhm. Hier, schöner Meerblick. So, und kommen wir nochmal zu dem wichtigsten Teil. Was muss man denn bezahlen für das alles? Ja. Also, pro Person im Moment 355 Thai-Baht, 9,30 Euro nach dem heutigen Wechselkurs, also nicht mal 10 Euro pro Person pro Bett. Mhm. Inklusive einem Frühstück, wie das ist, werden wir erst morgen früh sehen, aber es gibt alles. So ein paar Besonderheiten sollte man sich auch gleich darauf einstellen. Alle Räume im oberen Bereich sind nur ohne Schuhe zu betreten. Ja. Dafür gibt es unten bei der Rezeption beim Check-in gleich eine Magnetkarte, eine Keykarte, wo man dann seine Schuhe in so ein Schließfach reinstellen kann. Damit ist man hier die ganze Zeit barfuß unterwegs. Gewöhnungsbedürftig? Ja, aber wir hatten ja gesagt, wir machen nichts Normales heute. Wir zeigen alles, was wirklich völlig abgefahren und verrückt ist. Darf nicht Schuh rein. Genau, aber genau das mag ich, weil hier ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Man könnte sich hier hinsetzen, ein bisschen arbeiten, man kann hier lesen, man hat hier auch sehr schön vom Design das gemacht, so von alten Maschinen, dann wieder zu modernen Sachen. Das Konzept ist einfach auch hier nicht alleine zu sein, sondern man kann ja sich den anderen Leuten anschließen, dann ist man wieder mit anderen Thailändern zusammen oder anderen Verlangen. Man quatscht, man tauscht Erfahrungen aus und, und. Ja. Und natürlich auch das Schöne ist, man könnte das auch für eine ganze Gruppe buchen. Ja. Das heißt, es gibt dann auch große Schlafsäle, wo man dann halt mit 10 Leuten zusammen schlafen kann. Auch, ja. Wie bei der Army, wie bei der Jugendherberge. Ja. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere Zuschauer noch dran. Ich fand sowas immer schön. Das ist Gefühl lustig, ne? Und dann in der Nähe bei Beach auch, ne? Ganz genau. Ja, das ist schön. Also keine Art von Luxus, keine Art von Privatsphäre, wie das Video schon heißt. Aber dafür hat man jede Person zwei solche Spinde. Ja. Einmal für die Schuhe unten, oben für die persönlichen Sachen oder für sein Handtuch und eine Flasche Wasser. Flasche Wasser und Handtuch von, das ist geben für Duschen. Ja, und da gehen wir jetzt mal hin. Ja. Also zumindest noch angezogen. Im Moment niemand da. Auch hier, wie man das so kennt aus solchen Unterkünften, alles gesammelt. Das heißt, duschen zusammen mit Publikum, Toilette mit Publikum, Zähne putzen mit Publikum. Allerdings, wir sind natürlich in Thailand Männlein und Weiblein getrennt. Ja. Aber hier auch alles sauber, alles sehr, sehr ordentlich. Überall Putztrupps unterwegs, die das sauber halten. Und ganz wichtig, die Leute werden natürlich auch mit einem sehr, sehr harten Strafenkatalog hier davon abgehalten, irgendwas kaputt zu machen, irgendwas dreckig zu machen. Den kriegst du gleich mal in die Hand gedrückt, wenn du kommst. Alle ordentlich und sehr sauber machen. Genau so ist das. Hat Footfall immer sauber. Ja, und dass es auch so bleibt und da man ja auf ein jüngeres Publikum abzieht, die vielleicht dann noch da so mit ihren Kumpels kommen, die da alles wie bei Mama zu Hause durch die Gegend pfeffern, hat man gleich mal einen schönen Katalog aufgeschrieben, was alles weg ist. Ja, heute am Vortag des Music Festivals ein bisschen weniger Leute hier. Ja. Ich glaube, morgen wird das hier ein bisschen voller werden. Ja. Wir haben aber ganz bewusst nur einen Tag und eine Nacht genommen, weil für uns ist es nicht wirklich spannend. Aber als wir das gefunden haben im Internet, das musste ich unbedingt haben. Ihr kennt uns ja ein bisschen, ich bin immer so ein Spielkind. Ich muss irgendwas zum Anfassen, zum Fummeln, was Außergewöhnliches haben. Ja. Und hier finde ich das alles auf schönstem kleinen Raum. Sieht so ein bisschen aus wie Gefängnis. Pech hast du, wenn du oben bist und 200 Kilo wiegst, dann hast du ein echtes Problem. Aber es ist einfach irgendwie so richtig lustig, es ist spaßig. Man denkt ja auch nicht drüber nach, hat der hier mehr Geld, mehr weniger Geld, mehr das. Einfach genießen. Alles ist da, was man braucht. Mo deutet hier ganz wild, wenn wir reden hier auf das Bügeleisen. Ja, liebe Zuschauerinnen,
auch ein Bügeleisen wäre hier. Genau. Aber für uns Männer gibt es auch hier was zum Trommeln und zum Spielen. Das macht doch richtig Spaß. Und hat Frühstück dabei auch, ne? 355. Genau, das hatten wir schon gesagt. Das ist inklusive Frühstück. Wir können ja dann morgen in dem Video mal berichten, wie es geschmeckt hat. Auch das ist nicht schlimm. Wir sind 5 Meter von der Beach Road entfernt. So, man kann also da einfach rüberspringen und sich nur einen Kaffee holen oder irgendwas. Die Lage, ihr habt es ja gesehen, gleich neben dem großen, ja, oder ehemals großen Shopping Center, ist alles geboten. Also da muss man sich gar keine Sorgen machen, selbst wenn das hier vielleicht nur eine Tasse Kaffee und eine Semmel oder ein Brötchen auf die Hand gibt, wie es früher in der Jugendherberge war. 2 Scheiben Brot, ein bisschen Marmelade und die Margarine war steinhart. So bin ich groß geworden. Ja? Wisst, ja. Ehrlich? Wir waren eine arme Familie. Wir hatten ja damals gar nichts. Danke für wie Junge. Oder? Genau, wieder jung hier. Wir hatten doch noch nichts, Mensch. Bei uns war sogar der Regenbogen schwarz-weiß gewesen. So arm waren wir. Meine Leben erst mal gesehen. Ja, wer denn von oben, das konnte man leider nicht testen, wer von oben runter möchte, könnte auch ein bisschen rutschen. Mhm. Aber ein paar Bereiche sind halt, ja, warum, durch die Lage abgesperrt, ist nicht alles komplett geöffnet, aber das, was offen ist, macht wahnsinnig Spaß. Ich glaube, wir werden heute Abend hier sehr viel Spaß noch haben. Wir sagen danke, liebe Zuschauer, dass ihr bei dem Video dabei gewesen seid. Wir hoffen, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht, mal was anderes zu sehen von Pattaya. Wir sagen danke und tschüss, bis morgen. Tschüss.